Hallo Welt, da sind wir wieder. Ah, wir finden hier nichts mehr. Wir gucken auch kein letztes Mal hier noch, ob wir hier irgendwas finden können. Wir öffnen einfach eine neue Karte. Vogeleier. Ich denke, die Landkarte Pfeilspitzen haben wir doch jetzt gerade gehabt. Was haben wir denn jetzt? Wir können ja keine zwei Karten haben. Das hier sind keine Pfeilspitzen, das sind Pfeilspitzen. Ja, warum hatten wir zwei Karten davon? Hat sie uns zwei Karten verkauft? Ja, dann war eine kaputt. Oh Mann, vielleicht liegt das daran. Demnächst dürfen wir nie wieder so lange suchen. Ich muss mal... Ach, ich gucke mir das gar nicht an, das Leid. Wie lange wir jetzt da gesucht haben, ich glaube, das waren wirklich über 3 Stunden. Nichts gefunden. Und hier steht, wenn du diese Karte verwirfst, wird sie deaktiviert und entfernt. Das ist nicht schön, sowas. Also Vogeleier und Wildblumen, damit werden wir einen Riesenerfolg zum Schluss haben. Zum Schluss der Aufnahmesitzung, die eigentlich schon längst vorbei sein sollte für mich. Aber es geht noch etwas weiter. Wir brauchen noch ein paar Punkte, um... Können wir das nicht? Achso, wir müssen länger gedrückt halten, die aus... Die Auswahltaste, die lange. Haben wir uns das jetzt gar nicht angeguckt? Warum haben wir uns das nicht angeguckt? Bitteschön. Und unser Ziel ist weg. Hey, wo ist der... Moment, jetzt verstehe ich das, glaube ich. Die kann man da drin aktivieren und deaktivieren. Moment mal. Soll das bedeuten etwa, dass man doch mehrere Karten gleichzeitig öffnen kann? Vogeleier und Wildblumen? Also das wär's jetzt. Ja, so sollte das doch sein. Und wir haben drei Dinger hier. Nur... Alle drei wieder schön nebeneinander, aber alle unten bei Saint-Denis im Sumpfgebiet, vermute ich mal. Dann versuchen wir die nächste Mal zu öffnen. Ja, das wäre es, wenn man sich jetzt 50 Karten aufmachen könnte und die dann alle ablaufen könnte. Das wäre schön. Da muss man auch nicht so viel hin und her rennen die ganze Zeit. Nee, hier steht doch unten, wenn du diese Karte verwirfst, wird sie deaktiviert und entfernt. Wegwerfen? Nein. Benutzen? Ja. Oh, das haben wir doch vor geraumer Zeit schon mal ausprobiert. Da war doch dann alles weg, das andere. Sollen wir noch mehr Geld rausschmeißen? Dann machen wir das lieber mit den nächsten Karten. Ja, ich glaube, das ist besser. Wir müssen unbedingt das jetzt kriegen. Sonst gehen wir pleite, sonst funktioniert das nicht mehr, was wir davor haben. Wir müssen noch das Geld reinkriegen wieder für die nächsten Karten und dann für die nächsten und nächsten und nächsten. Hier brauchen wir wenigstens schon mal nicht zu schwimmen. Das wird leicht. Vogeleier sind noch schwerer als Blumen. Wer ist dafür? Ich bin dafür. Wir lassen Lassie wieder den Weg suchen. Lassie kann das gut. Ah, ein bisschen schneller. Ja, so geht's, glaube ich. So sind alle glücklich und zufrieden. Oder? Ist das so langsam? Nein, das ist gut. Wir sehen sogar die schöne Landschaft. Es schneit ja gar nicht. Sehr schön. Den Stallrabatt möchte ich gerne noch einlösen. Bevor wir irgendwas anderes machen, das kann sein. Ich möchte zwar diese täglichen Herausforderungen wenigstens machen, damit wir den Multiplikator bekommen, möchte ich immer noch. Ich hatte aber vor einigen Folgen schon gesagt, dass es mir wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Man muss ja nur einen Tag mal aussetzen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, oder? Jeden Tag?
Da müsste ich wirklich mal so eine Schneidefolge machen, so geschnippelt, aber dann ist es ja kein Let's Play mehr. Wow, krasses Geräusch, was war das? Ich hoffe, das war ein Vogel. Ein kleiner. Ein ganz kleiner. Ein Babyvogel vielleicht. Ein Babyvogel von einer ganz kleinen Sorte Vögel. Vielleicht ein Kolibri. Machen die solche Geräusche? Ich habe noch nie einen Kolibri gesehen, also wird es wohl gar keine geben. Lass dich nicht anquatschen. Quatsch du sie an. Hallo. Howdy. Oh. Sehr schön. Ja, das ist doch das richtige Wetter. Auf der richtigen Seite. Echt? Hat er gesagt. Ist das nicht die Geisterstadt? Was qualmt denn da? Ah, hinter der Geisterstadt ist irgendwas. Wir müssen nicht jedem Qualmen hinterhergehen. Indianer, wir werden das schon mitbekommen, wenn Indianer kommen. Dann holen wir uns da nämlich Kleidung, kleiden unser Pferd ein und holen uns coole Waffen. Coole Frisuren und coole Federn. You there. Nein. Yeah, you. Tut mir leid. Das war fies, oder? Ja, die kamen direkt auf uns zu. Normalerweise hätten wir sie erschossen. So geht das doch nicht. What the hell? Hey, Vorsicht! Im Story-Modus mit der Postkutsche, daran habe ich jetzt gerade gedacht. Als ich dachte mir, die Kutsche wäre ja nicht so toll. Mit der Postkutsche, ja, das war so eine. Ja, das war irgendeine Kutsche, war das. Hoffentlich gibt es keinen Treibsand, hä? Oh mein Gott, bis jetzt habe ich immer gesagt, hoffentlich gibt es. Zum Glück gibt es hier keine Schlangen. Zack, wir haben eine Schlange gesehen. Und. Okay, wir sind da, ich weiß. Na, endlich ein Erfolgserlebnis! Ich höre doch jetzt schon was. Vogeleier. Ja, so funktioniert das. So werden wir Freunde. Das ist gut. Oh, Moment. Was war das? Die Seidenblume hier? Ja, Oleander saubei. Ehrlich gesagt, Oleander. Das heißt aber anders hier, oder? Oleander kenne ich, aber. Ja, doch, das heißt Oleander saubei. Aber Salbei wusste ich jetzt nicht. Na, Oleander kennen wir doch alle aus Dead Island 2. Ripteed war das. Dead Island 2. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das rauskommt endlich. Wo ist unser... Wer hat da gerade gesagt, wir werden so Freunde? Wo? Das war doch das gelbe Ding. Und das Klingeln war auch hier. Wo ist es denn? Suchen wir Vogeleier, oder? Das ist es doch. Seidenpflanzen, na endlich. Kommt die Schlange an Land oder schwimmt die nur im Wasser? Das ist nur eine Wasserschlange. So werden wir Freunde. Wo ist denn das auf einmal wieder, das Geräusch? Gibt's doch nicht. Hat man das nur einmal und da muss man direkt zielstrebig drauf zu und sonst ist es weg. Da
Das glaube ich jetzt nicht. Vielleicht hat irgendein Krokodil es gefuttert. Wir gehen jetzt hier hin, ja? Denn wir sind hier abgestiegen, wir haben gesagt... Moment. Ja, das gibt's doch nicht. Haben wir das schon eingesammelt? Nein, dann wäre doch die gelbe Markierung weg. Wir sind doch abgestiegen, da hat's geklingelt und ich habe gesagt, so werden wir Freunde. Und dann sind wir doch direkt in die Richtung gelaufen. Und da war doch auch ein gelber... Jetzt höre ich doch wieder was. Ja, ich bin ein bisschen verunsichert natürlich jetzt nach den letzten Fail-Dingern da. Was ist das? Die Giftröte. Moment, halt, bleib da. Nicht so schüchtern, wir brauchen dich. Wow, noch eine. Was war das denn jetzt? Das kannte ich ja gar nicht. Dead Eye. Ja, das war Dead Eye. Zur Krötenjagd ist das optimal. Ich habe R gedrückt. Optimal. Und was haben wir? Treibsand. Sehr gut. Jetzt ist das wieder weg, das Klingeling. Mal ist es da, mal ist es weg. Ein Alligator übrigens. Wir haben keine Chance mehr gegen die Alligatoren hier jetzt. Wir haben unsere Waffen verloren letztens. So, ich sage es nochmal. Wir waren hier oben drauf. Ich demonstriere es nochmal. Und haben gesagt, so werden wir Freunde. Ich höre doch jetzt schon wieder was. Da leuchtet überall so viel Zeug. Das sind aber andere Pflanzen, das sind Seidenpflanzen. Ah! Wir müssen schneller sein. Es ist ganz nah. Nee, klettern können wir ja nicht. Oben kann es ja nicht sein. Aber da vorne ist doch einiges. So werden wir Freunde, habe ich gesagt. Ah, zack. Hier hingelaufen. Ton wurde lauter. Da vorne ist doch auch was Gelbes. Das ist aber nicht das Richtige, aber irgendwas zum Einsammeln ist es schon hier. Wir haben alles an Seidenpflanzen schon. Dann ist das eben die falsche Richtung. Kalifornische Linsen. Kalifornische Weintrauben. Heidelbeeren, okay. Oh nein, ich wollte sie sammeln und nicht essen, egal. Aber vom Ausgangspferd, da hören wir das Geräusch. Das kann ja auch da hinten sein. Jetzt höre ich wieder nichts, als ob sie sich bewegen würden. Nochmal. Jetzt höre ich wieder. Ah, da ist es. Das ist eine Seidenpflanze und die haben wir schon. Haben wir die schon gegessen? Wissen wir, was die kann? Seidig sein. Ah, jetzt habe ich wieder nichts. Kann es sein, dass man auf dem Pferd besser hört?
Ganz klar. Wir haben uns entfernt. Kein Treibsand, wenn, dann ist das Treibschnee. Och, das ist ein Krokodil. Ein Alligator, Entschuldigung. Schon wieder. Ich krieg das nicht auseinander. Warum sage ich immer Krokodil dazu? Es gibt ja auch Krokodile. Die sind eher scheu. Warum wackelt die Kamera jetzt so? Also, wir können mit Sicherheit nicht auf den Baum klettern. Oh, Moment, vielleicht sind wir irgendwie hungrig oder so. Wir haben die Kröte angefasst. Die konnte vielleicht was. Besser? Ja, ja, ja. Das hört schon mal auf zu wackeln. Das sind aber auch viel kleinere Alligatoren hier. Nicht ablenken lassen. Das ist irgendwas Gehäutetes. Wahrscheinlich waren wir das sogar selbst. Also hier hört sich das wieder weiter weg an. Hier hört sich das total laut an. Und hier gar nichts mehr. Kommt auf uns zu, das bewegt sich doch, das höre ich doch. Jetzt ist gar nichts mehr. Wann war das denn vor? Da ist doch was Gelbes. Na, das sind auch wieder nur Seidenpflanzen oder so. Das sieht komischerweise gelb aus. Wir haben doch die Eier mal gesucht. Da waren die auf einer Insel, 500 Meter oder 200 Meter entfernt. Richtig weit weg also. Und selbst da gab es diese gelben Partikel. Ohne die kann man das doch gar nicht finden. Das geht doch gar nicht. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, sag ich. Ah, die Seidenpflanzen sind so ein bisschen gelb. Hier müffelt irgendwas. Eine Schlange vielleicht. Ein Frosch. Warte, Frosch. Ah, der hat Glück. Der ist so weit weg. Ich hab so weit. Hüpfe ich nicht hinterher. Nee, das muss hier sein. Das, ihr hört doch das Geräusch auch.
Vielleicht müssen wir am Baum rütteln oder so, damit die runterfallen. Wir stehen doch direkt daneben. Eigentlich stehen wir schon drauf. Das Geräusch ist doch genau hier gewesen. Alligator hat's gefressen und rennt jetzt irgendwie rum. Hier vielleicht. Wir hatten aber auch schon mal so ein Klingeling-Ding in Rhodes. In einem Haus, da kamen wir auch nicht rein. Letztens. Aber vielleicht war es doch eine Karte, die wir nur des Schnees wegen nicht gesehen haben. Boah, ich lass mich nicht davon abbringen, das muss hier sein. Wer weiß, was das für ein komischer Vogel ist. Oder vielleicht sind die Karten diesmal alle kaputt gewesen. Ich kann doch jetzt nicht schon wieder aufgeben hier. War nur nicht so ungeduldig. Wer sucht, der findet. Aber irgendwie ist das Geräusch hier sehr viel leiser als da drüben. Da drüben, das ist doch alles übersichtlich. Da ist doch nichts. Der Schnee ist drüber gefallen. Ja, ganz toll. Das kann man doch nicht machen. Doch, man kann. Sieht man doch. Unter erschwerten Bedingungen mit dem Schnee hier. Schlammalligatoren. Aha. Ja, dann ist es vielleicht versunken hier. Ja, wenn es vom Schnee zugedeckt ist, dann brauchen wir unsere Partikel. Ohne die Partikel finden wir da oben. Oh nein. Wir müssen klettern. Ach, sag nicht. Das kann passieren. Oh, dann waren die anderen vielleicht auch im Baum. Aber wir kommen doch gar nicht nach da oben, oder doch? Es sind Lianen hier vielleicht. Ja, da müssen wir uns was einfallen lassen. Unser Pferd runterstellen und drauf. Also diese Partikel, wenn die vom Boden aus gehen würden, die könnte man sehen, genau wie auf der Insel. Dann müssen wir da irgendwie raufklettern. Oder einen Baum wegsprengen oder... Ach, das kann doch nicht sein. Da gehen doch die Eier kaputt, wenn wir das machen. Sollen wir das versuchen? Ja klar, jetzt müssen wir alles versuchen, was geht. Der ist schon angeschlagen und wir haben unsere Axt nicht. Oh, Moment mal. Axt. Ja, das ist das Messer, aber... Das ist das Kriegsbeil, Schlachterbeil... Ich weiß nicht, wo unsere Jägeraxt ist. Die war auch auf einmal nicht mehr da, aber... Das Ding können wir werfen? Wo ist es denn hin? Okay. Nochmal... Was sollen wir denn davon treffen? Wenn die stecken bleibt. Die sehen wir nie wieder. Und unser Pferd ist tot. Vielleicht. Das Ding ist weg. Oh, zum Glück haben wir es wiedergefunden, aber... Hey, wenn du mitkommst, dann sind wir größer. Halt, 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 halt.
Kletter mal rauf. Ich glaube, Pferde können sowas. Hey, das ist der falsche Baum. Moment, halt, halt, halt. Da oben. Ist aber auch nicht so leicht zu finden. Pferd anbinden. Okay. Jetzt haben wir es. Da spielt sich nichts ab. Vielleicht brauchen wir die Angel. Nee, das wird nichts. Da ist ja, das muss rot sein schon, unser Lasso. Punkt da vorne. So schießen wir daneben. Wie können wir da denn noch rankommen? Dynamit vielleicht. Ja, jetzt sieht man die Partikel aber auch nicht mehr so gut. Okay, komm mit. Wie stark ist denn Dynamit? Zizelmann. Ein bisschen kann das, glaube ich, schon. Ganz klar, da oben hängt es, aber... Ist auch der eine Ast abgebrochen, aber ich sehe überhaupt gar kein Nest. Halt, es reicht, wir wollen hier nicht die ganze Erinnerung aufwecken. Die Vogelmutter haut schon ab. Wir haben irgendwas geschafft. Das ist nach unten gerutscht. Meine Güte. Das verkaufen wir nicht. Aber wir haben 50 Punkte mehr bekommen dafür. Es wird schwerer. Echt jetzt? Soll das der Trick sein dabei? Dann war das mit den Pfeilspitzen auch sowas wahrscheinlich. Nein. Bei den Pfeilspitzen war entweder im Wolf die Pfeilspitze oder es gab sowas wie eine Pfeilspitze gar nicht. Denn wir haben das ganze Gebiet in den Bergen mehrfach abgesucht und da war kein Klingeling. Oh Mann, zwei Dynamit und... Ja gut, weiter geht's. Dafür sind die Dinger ja nah beieinander jetzt. Sollen wir dich überhaupt mitnehmen? Ja, du bist gut. Du führst uns immer direkt zum Bimmeln. Du hörst das auch schon. Du weißt, wie das geht.
Das sieht aber interessant aus. Ich glaube nicht, dass wir so etwas schon mal gesammelt haben. Eine Vanilleblume. Vanilleblume ist gut für deine Gesundheit. Du kannst sie essen, um den Kern deiner Gesundheit aufzufüllen, oder sie benutzen, um Pflanzenfresserköder herzustellen. Ich glaube, damit kann man noch ganz andere Sachen machen. Aber gut zu wissen, dass die hier wachsen. Vielleicht braucht man sie eines Tages mal für irgendetwas. Wow, was für ein Theater, oder? Liebe Welt da draußen, wir haben es geschafft. Ein Erfolgserlebnis. Juhu! Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!